Hallo und ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, der Marc, und wir spielen heute wieder eine Runde Kebab-Chefs. Und mit dabei habe ich den Robert. Jo, moin und herzlich willkommen. Warum bist du so groß, Junge? Warum bist du so klein? Du stehst hier noch auf dem Bett drauf, so halb. Ja, siehst du? So, gehen wir mal rüber zu Lecker und Lecker Schnecker. schauen wir mal, was uns der Tag heute, so bringt. So, warum haben wir zwei Teller weniger? Achso. Oh lol. Ja, das, was ich habe stehen lassen in der letzten Folge, wurde einfach quasi resettet. Aber wo ist denn der zweite Teller? Hier steht noch eine. Ein Teller. Achso. Ah, ja gut, dann gucken wir mal, was wir auf die Speisekarte schicken können. Wir können was freischalten. Einfacher Kebab. Der ist schon. Hast du den freigeschaltet oder war der schon? Ja, den habe ich freigeschaltet. Was wollen wir denn? Also die Suppe nehmen wir auf jeden Fall, die haben wir noch. Ja. Gegrilltes Ich Fleisch? würde sagen, wir gucken mal. Ja. Und das Hähnchenbrot, die Hähnchenbrust und das Kebab würde ich gerne nehmen, oder? Können wir machen. Ja, ich denke mal, das wird uns am meisten Einkommen nachher bringen. Wir können aber Auf auch lange noch Sicht. Hähnchenspieße freischalten. Oh, Alter. Ja, ist die Frage. Ja, pack mal das rein für. Warte mal. Für das gegrillte Fleisch pack mal die Hähnchenspieße. Die Hähnchenspieße. Ja. Aber wieso? Wir können doch fünf machen. Ja, dann kaufe ich fix ein Dings. Ja. Einen fünften Tisch. Ich gucke mir mal ganz kurz die Rezepte an für das Neue. Wir brauchen noch einen Fleischwolf. Aha. Ist die Frage, ob wir uns das alles leisten können jetzt. Auf Schwanzset brauchen Anhieb. wir. Und Spieße. Fleischwolf kostet 3,50, 350 natürlich. Geht jetzt in die Ecke. Schwanzfett, Hängen. Knoblauch, grüne So, wir Paprika. brauchen einen hängenden Spießhalter, ne? Echt? Glaube. Wird gebacken nur. Dönerkocher. Ja, aber du brauchst ja einen Spieß dafür, oder nicht? Ja. Wo bist du? Ich kaufe. Ich gehe mal ins Geschäft. Geh mal ins Geschäft. So, unsere Spieße. Kundschaft steht schon draußen. Ich hab Oha. welche. Drei Stück genommen. Peace. Peace. Das sind halt einfach. Achso. Milch und Dings haben wir, Tomatenmark haben wir noch. Das Schwanzfett sieht halt aus brauchen wie wir. ein langes Messer einfach. Ich muss mal was trinken hier. Ach so, wir brauchen noch Anzünder, ne? Ja, ich kauf. Ich bin auch hier Hast du gerade eh noch schon am irgendwo? Kaufen. Na dann. Sonst gehst Opa. du Gemüse holen. Ich gehe zum Fleischladen. Schwanzfett brauchen wir. Oh, das Schwanzfett kostet fast nichts. Sieht aber fast so aus wie wie die Hähnchenbrust. Ich muss mal Rezepte gucken. Einfacher Kebab. Wir brauchen vier Schwanzfettstücke. Möglich. Ach so, Ribeye-Stück nehmen, Fleisch mit Fleischwolf zerkleinern, schneiden Schwanzfett. Also brauchen wir an einem Spieß von Rührschüssel befestigen. Ja, dann kauft Ribeye-Steak man kannst du auch eine. noch kaufen, ne? Ja. Wir haben nur noch die Scheiben.
Und ich gehe mal in den Gemüseladen. Dann machen wir das so. 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 Die Hähnchen, Hühnerbeine brauchen wir ja gar nicht. So, dann nehme ich erstmal das mit. Und dann reicht mir das erstmal. So. Haben wir noch das? Ja, ganz gut, dass wir keinen Dings mehr haben. Wir müssen bei dem Schwanzfett aufpassen, dass das dass wir das nicht vertauschen mit den Hühnersachen. Gehen wir zur Seite. Sich relativ ähnlich. So. So. Haben wir davon schon was gewürzt, ne? Oh. Zack. Du bist ein Arsch. Nö. Das. Ich hol uns mal noch einen Spieß. Ich will mich nicht auf einen verlassen. Wir haben drei! Gut. Hui, 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 hui. So. Wer bereitet was zu? Warum packst du die denn hier ins Regal? Wofür habe ich denn den Spießhalter gekauft, Junge? Den habe ich doch nicht gesehen. Ja, dann musst du fragen, Junge. Dann sag das doch. Okay, wer bereitet was vor? Rezepte. Wir haben jetzt wie viele. Wir haben ja die Tomatensuppe ist deins. Ja, dann mache ich die Hähnchenbrust und den einfachen Kebab. Okay. Dann machst du das den Hähnchenspieß. Ja. Ribeye-Stück nehmen, Fleisch. Also mache ich den Hähnchenspieß und das gegrillte Fleisch. Ja. Ja. Das gegrillte Fleisch und die Tomatensuppe, ja. Dann mache ich den einfachen Kebab und wir gucken mal so. Ribeye-Stück. Klasse. Was denn? Ich habe die Suppe verschüttet. Ah. Oh mein Gott. Hackfleisch. Fleisch hinzufügen. Hähnchenbrust. Cool, Hackfleisch hinzufügen. Gut, das haben wir. Dann nehme ich mir jetzt Schwanzfett. Das ist auch ein schöner Name. Mhm. So. Dann Salz. Pfeffer. Und Spieß nehmen. Oh mein Gott. Den Spieß vom Stier lösen. Grillen. Auf Knoblauch haben wir. Knoblauch haben wir. So. Dann haben wir das schon mal. Achso, du kochst die Tomatensuppe. Ich frage mich hier die ganze Zeit, was klingt dann so, als wenn das hier kocht. Das soll gebacken werden. Jede Seite backen. Ist Backen hier drinne? Weil das andere steht Grillen. Dann brauchen wir bestimmt noch eine weitere Station hier. Ich mach mal den Grill an. Ich glaube, dafür brauchen wir den anderen Gourmet. Welchen anderen Gourmet? Ja, irgendeinen anderen, keine Ahnung, wie die mit Namen heißen. Tony brauchen wir dafür. Der ist für den einfachen Kebab zuständig. Dann kriegen wir nämlich einen elektrischen Ofen, eine Knetmaschine und 8 Rezepte.
schön. Dann kann ich das erstmal hier reinschmeißen und erstmal nicht beachten. Ich versuche die jetzt aber zu grillen, den Spieß. Oder nicht? Gut, das macht halt keinen Sinn, weil Backen und Grillen ist ja dann doch schon mal ein bisschen was anderes. Dann müssen wir unsere Speisekarte einmal anpassen. Dann müssen die Hähnchenspieße, also Hähnchenspieß, obwohl ja Hähnchen, ja doch, brauchen wir ja, wir müssen ja den backen. Dann müssen wir den Hähnchenspieß runternehmen. Einfach einen Kebab auch. Und packen dafür die Hühnerbeine wieder rauf. Und dann gehe ich einmal Hühnerbeine kaufen. So. Und dann haben wir das auch schon wieder. Ja, dann legen wir den Spieß da rein jetzt. So. Voll, den kann ich auch gleich hier so liegen lassen. Hast du denn meine Spieße auch runtergenommen? Wie, deine Spieße runtergenommen? Von der Karte. Ich habe erstmal gar nichts runtergenommen, tatsächlich. Ach so. Du bist unser Kartenmanager. So, Salz und Chili. So. So. Dann haben wir das. Dann nehmen wir die Hühnerbeine wieder mit drauf, das. Ne? Ja, ja. Okay, dann mache ich erstmal mein gegrilltes Fleisch. Wobei bei den Hühnerbeinen auch steht jede Seite backen. Echt? Ja. Ja, sonst probier das mal aus mit deinem Hühnchen-Ding. Habe ich dir hingelegt. Gut, dann. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, ich brauche noch eine Tomate. So. Dann einmal das und das. So und so. Ah nein. Ich glaube, ich habe schon falsch gemacht. Jo, schmeiß das halt einfach direkt auf die Kohle rauf. Ja, musst du mal. Ich habe mal dein Fleisch gedreht, ne? Ja, danke. Ja. Ach, hey, meine. Ich brauch noch eine Tomate. Kannst du mir noch eine Tomate raufschmeißen? Das ist ein Fleisch. Ne, kann ich grad nicht. Hühnerbeine. Komm, Junge. Gucken wir mal, ob das was bringt. Was muss ich denn jetzt noch machen? Was hatte ich denn gesagt, was ich noch mache? Die Hähnchenbrust, ne? Robert? Ja. So. So. Dein Dings verbrennt. Meine Zwiebel. So. Gut, das haben wir. Ich brauche eine grüne Paprika und eine rote Paprika. So, und eine Kartoffel.
Schwupp. Und die Kartoffel. Ah, ich mache erstmal das. Und dann mache ich die Kartoffel zum Schluss. So, jetzt müssen wir mal. So. Und dann das. Das. Dann das. Seit wann haben wir denn? Okay. Ich wusste gar nicht, dass wir rote Paprika und Kartoffelscheiben mit auf bei den Hähnchenbrust haben. Ach scheiße, ich habe auch Mist gebaut. Ach man. Kann ich das so servieren? Ich habe bei den Zutaten 159% gekriegt. Hä? Weil ich ein Hähnchenbrust zu viel raufgeklatscht habe. Und als Kritik habe ich bekommen, unnötige Zutat, Digga. So, meine beiden Sachen sind damit durch. Was machst du jetzt da noch? Was machst du da jetzt noch? Das sollten die Hähnchenspieße werden. Sollten oder sind sie? Die Hitze hat's so versaut. Scheiße, ist egal jetzt. Ja. So. Dann gucken wir mal, ob es den Gästen gefällt. Aber 4,2 Sterne. Na. Wir können. Gebäudeshow. Das mache ich mal klein. Also, ich würde ihn denn doch einladen, den nächsten Gourmet. Ah, ja, mach mal. Also, wollen wir jetzt schon einladen? Ja. Okay. Wie mache ich das denn? Vielleicht können wir das auch noch gar nicht. Nee, wir müssen noch Döner-Teller und sowas servieren und einfach ein Kebab. Also, geht ja, das auf den Grill? Okay. Morgen. So. So. Dann können wir auch erstmal abwaschen. Wir brauchen Tomatensuppe, wir haben noch eine. Warten wir, bis sie alle ist, dann fülle ich nach. Jetzt geht erstmal ein Hähnchenspieß weg. Da haben wir noch. So, das haben wir. Alter, wie schnell man jetzt levelt, ne? Ja, also am Anfang ja schon. So. Wir brauchen gleich auch gegrilltes Fleisch. Junge, was ist denn mit dir? Ich würde in Zukunft gerne noch einen zweiten Kühlschrank haben wollen hier hinten. Ja. So. Dann gucken wir mal. Wir brauchen gegrilltes Fleisch. Und zwar fix. Müssen jetzt zwei, nämlich zwei wollen das jetzt und eins haben wir noch. So. Dann gucken wir mal. Ich sammle erstmal das Geschirr. So.
ich glaube, die haut ab. So. Dann wasche ich einmal fix ab. Und dann gucken wir mal. So. Dann haben wir das. Sehr schön. Supi, 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 supi. Ah, das passt doch. Aber so langsam könnten wir auch einen Mitarbeiter gebrauchen hier. Zumindest fürs Servieren und so. So, so. Oh Gott. Wir haben nur noch Hähnchenbrust und Hühnerbeine. Den Rest haben wir nicht mehr. Gegrilltes Fleisch haben wir. Oh, hoffentlich ist der Tag jetzt beendet. Sonst haben wir gleich ein Problem. So. Tomatensuppe haben wir. Er will das Spieß haben. Den Spieß, Hühnerspieß. Ach, Scheiße, gibt's nicht mehr. Ja, dann ist das so. Dann ist er halt böse mit uns, dann ist das so. Er möchte gegrilltes Fleisch haben. Der Tag ist vorbei. Ach so, und dann schmeißt er hier einfach mal seinen Müll hier hin, du dummer Wichser. Oh. Hässlicher Brille, ey. So, wir haben gut was verbraucht. Du kriegst deine Hühnchen-Dings nicht. Junge, ist ja daran nicht zu verstehen. Ja, aber wir haben richtig gut Geld verdient heute, muss man mal sagen. Ja, das stimmt. Sieht sehr gut aus. So. Zack. Obwohl wir so viel Zeug gekauft haben, sind wir 1000 Dollar weiter an dem, was wir, also über dem, was wir hatten. Ich hab die Spieße mal umgehängt, ne? Ja. Hatten wir nicht drei? Achso, da ist noch drin, okay. Wieso, wo hast du den dann hängen? Warum? Warum denn? Für den zweiten Kühlschrank. Ja, stell ihn doch hier neben. Nee, ich wollte ihn gerne, weil wenn du arbeitest hier. Ich arbeite hier, ich wollte mir den hier hinstellen. Dass wir jeder für uns die Kühlschränke haben. Ja. Wo wir auch unsere entsprechenden Sachen so einteilen, was wir hier brauchen. Hast du Licht ausgemacht? Gehst du jetzt bitte? Machst du mal Licht an? Ich will, dass der Typ geht. Einfach Phasmo. Junge, was ist denn jetzt mit dir? Ziehst du jetzt Leine oder was? Endlich. So, Abfahrt. Doch nicht oben. Ach komm, lass ihn doch einfach da. Ich will zocken. Was wollen wir denn zocken? Dart? Oh ne. Dann 21 muss ich, ne? 15, ja. Scheiße! Ah, nein! Ja, nein. Ich möchte nicht mehr. Was, nochmal? Tja. Was hat die? Oh Gott. Oh Gott. Ja! Boom, Junge. Ich hab mal mein Geld wieder reingeholt. Oder wir können ja auch mal ein bisschen, wir können ja noch mal hier, ne?
Was denn? Bisschen arm werden. Zack. Jetzt werden sie übermütig. Wow! Aha. Stay! Oh. Nochmal? Ja, komm. Ja. So, gucken wir mal. Ich hab schon wieder 20, Junge. Wieso verliere ich denn, wenn ich gleich auf mit der bin? Ja, weil sie Bank gewinnt. Ach. Ätzend. Ätzend. Oh. Oh. Du hast einfach die 21 komplett voll gemacht. So, gut, lass uns den Tag beenden. Nein. So. Stay. Ah. Okay. Ist in Ordnung. Abfahrt. So. Oh Gott. Gucken wir mal. Oh, die sind aufgelevelt. Mhm. Bringt uns jetzt noch mehr Geld als vorher. Achso, ja, du hast noch den Kühlschrank gekauft, ja. Stimmt. Alles gut. Zusammenfassung, ja.